Hallo alle zusammen und willkommen in Tims Fitnessbude. Nein, kleiner Spaß am Rande. Also, jeden Tag werde ich jetzt so 2 bis 3 Übungen für euch zusammenstellen, die ihr zusätzlich zu eurem normalen Training machen könnt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Jeden Tag wird so unterschiedliche Muskelgruppen geben. Und da ich eigentlich gestern schon anfangen wollte, werden wir heute insgesamt so 4 bis 6 Übungen ungefähr machen. Erste Muskelgruppe ist der Bauch, den wir am meisten brauchen für unsere Sprünge und sonstige Sachen auf dem Eis, dass wir Spannung haben. Und deswegen kommt jetzt auch gleich die erste Übung. Also, ich mache die erst vor und dann erkläre ich ein bisschen was dazu. Ihr stellt euch hin und dann lauft ihr langsam nach vorne und dann mit den Beinen hinterher. Dann zurück, wieder vor. Langsam nach vorne, Ausgangsposition vom Liegestütz und wieder zurück. Dabei ist wichtig, dass ihr die Hüften nicht hin und her wackelt, also nicht beim Runtergehen so macht, sondern dass alles gerade auf einer Linie bleibt beim Runtergehen. Hopp. Dann habt ihr die Ausgangsposition und dann die Füße kleine Schritte hinterher. Und auch bei den Schritten mit den Füßen aufpassen, dass die Hüften sich nicht so bewegen. Übung Nummer 1.